ist eine Bauchgeschichte gewesen. Das war auch eigentlich ein Jux, die ganze Geschichte. Was heißt ein Jux? Also ich habe schon vorgehabt, damit Geld zu verdienen. Aber ich wusste überhaupt nicht, was daraus sich entwickelt. Mhm. Und ich habe das einfach gemacht. Und wir beide glauben, dass viele von euch außergewöhnliche Träume haben. Dass es so viele coole Ideen gibt, die einfach noch nicht umgesetzt wurden. Wir glauben, dass wir alle davon profitieren würden, wenn die Musik, die Bücher und die Ideen zu unseren Startups nicht nur Ideen bleiben, sondern umgesetzt werden. Und das ohne gleich dafür zu kündigen. Wir haben ein Buch vor Augen, das den Anschluss dazu gibt, einfach nebenher anzufangen. Ein Buch mit 12 Geschichten über Träume, Mut und Geld. Und es wäre toll, wenn du uns 2 Minuten deiner Zeit schenken würdest. Ja, und dann stehst du halt nachts um eins auf, bist total so verdatscht und kommst dann da hin und dann so, weißt du, wann das Gefühl aufhört, wenn ich Play drücke? Wenn ich dann sehe, dass Leute wegen mir kommen. Das hätte ich vor zweieinhalb Jahren, so angefangen aufzugehen und nicht mal gedacht. Das ist natürlich der geilste Rausch, den man haben kann. Ne? Und wie gesagt, der fängt eigentlich an, wenn ich Play drücke. Das würde ich, glaube ich, jedem, der einmal damit überlegt, sich selbstständig zu machen, was auch sein Traum ist, ein Unternehmen zu gründen, einfach mal machen. Weil ich glaube, ich könnte damit nicht leben, dass ich mir sage, ich hätte es nicht probiert. Weil wenn ich mir jetzt diesen Erfolg angucke und mir dann denke, boah, hätte ich das nicht gemacht oder hätte ich das verpasst, damit möchte ich nicht klarkommen müssen. Also schön wäre es schon, wenn man mal so groß wird und das alles so läuft, dass ich 2-3 Monate arbeite und den Rest des Jahres zu Hause bin oder mir ein Boot kaufe oder irgendwie durch die Gegend chipper. Also ich möchte schon früh mich zur Ruhe setzen. Weil mein Vater ist mit 51 gestorben, ich bin 42, ich habe das mal so vor Augen, täglich eigentlich. Mhm. Dass man ja Gas geben muss. Mhm. Unser Buch handelt von Menschen, die ihr Leben auf ganz unterschiedliche Weise in die Hand genommen haben und die damit erfolgreich sind. Wir wollen aber nicht nur vom Erfolg erzählen, sondern vor allem vom Weg dahin. Von den Zweifeln, von der Angst vor dem ersten Schritt und davon, wie man Fehler vermeiden kann. Und dass es möglich ist, sein eigenes Ding zu machen, ohne zu kündigen, ohne reiche Eltern, nur mit dem Mut, es zu probieren. Und damit dieses Buch entstehen kann, brauchen wir eure Hilfe. Wie genau könnt ihr uns helfen? Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform, auf der kreative Projekte vorfinanziert werden. Wir möchten von euch aber kein Geld geschenkt bekommen. Stattdessen haben wir für euch Dankeschön-Pakete zusammengestellt, die ihr auf unserer Startnext-Seite findet. Neben unserem Buch gibt es dort auch Dinge, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Wie die Teilnahme an einem Benefits-Fußballspiel mit Prominenten und einem Exklusivticket zur Berliner Fashion Week. Wir hoffen, dass da etwas für euch dabei ist. Darüber hinaus habt ihr die Chance, ein noch größerer Teil dieses Buches zu werden. Wir haben noch nicht alle 12 Geschichten beisammen. Und sicher kennt auch ihr ganz normale Menschen, die was Spannendes und Außergewöhnliches machen und die auch einfach nebenher angefangen haben. Jeder, der uns unterstützt, kann uns einen Vorschlag machen. Vielleicht ist in deiner Familie und in deinem Freundeskreis genau die Geschichte, die in unserem Buch nicht fehlen darf. Und, jetzt habe ich eine Frage, wie läuft das ab? Schreibst du jetzt meine Geschichte quasi? Oder wie läuft das? Oder soll ich die selbst schreiben? Ach, ja, genau. Bitte. Ja, ich bin doch nicht so. Mit Schreiben ist nicht meine Welt. Ich schreibe immer alles klein. Ja. Wir werden nicht alles klein schreiben. Aber wer sind wir eigentlich? Felix Plötz, 30, ist Wirtschaftsingenieur und baute neben seiner Anstellung in einem Konzern sein eigenes Startup auf. Sein erstes Buch wurde innerhalb kürzester Zeit das Nummer 1 E-Book zum Thema Motivation auf Amazon. Dennis Betzholz, 28, ist Redakteur bei einer großen Tageszeitung. Neben seiner Arbeit startete er bereits mehrere Projekte. Seine letzte große Reportage erschien vor kurzem im Stern. Schön, dass du uns die Zeit gegeben hast, unser Projekt vorzustellen. Und es wäre toll, wenn du uns unterstützt, damit dieses Buch entstehen kann. Deswegen bin ich dann schon so realistisch und sage, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt die Weltherrschaft erreichen. Hauptsache, komm, klar. Ja.